Nein, will ich nicht. Sind Sie mit ihm verwandt oder verschwägert? So, auch gerade mal was mit meinem Großvater gehabt, aber sonst... Was sonst? Nix sonst. Übel, übel. Aber Sie kannten den Gummerer gut? Ja, wir haben früher viel miteinander zu tun gehabt. Wie viel? Wir haben quasi zu zweit auch Unterhosen nur gehabt. Welche? Boxershorts. Aha! Das dürfte reichen. Reichen für was? Wie gut, dass ich zufällig Robe und Perücke zur Hand habe. Hey, ich bin unschuldig. Wie gut, dass ich zufällig Jura studierte. Wie gut erst, dass das hohe Gericht erscheint. Wie gut, dass ich mich gut vorbereitet habe. Und wie gut, dass ich Starverteidiger bin. Wie blöd, dass ich Angeklagter sein muss. Denk dir nichts, Johannes. Gummerer mag tot, lebendig oder gar nicht Gummerer sein. Aber das eine sage ich dir, und wenn es das Dümmste ist, was ich tue, ich hau dich da raus. Aha. Moment, der Richter ist ein Ei. Das sehe ich auch, aber wir haben gute Karten. Hohes Gericht, meine Damen und Herren Geschworenen, die Verteidigung glaubt, gute Karten zu haben, doch ich habe hier ein Notizbuch. Ein Notizbuch des Angeklagten. Des Angeklagten Notizbuch. Sein Notizbuch, Angeklagter. Ist dies Ihr Notizbuch? Nein. Richtig. Es ist das Buch des Opfers, dem Opfer sein Buch. Das Buch des armen, bedauernswerten Gummerers, den dieser Mann immer zu imitieren suchte. Gar nicht wahr. Einspruch. Ich frage Sie, ist dieser Mann hier ein Mörder? Mein Mandant musste das Opfer imitieren. Auch zu Anfang? Er musste sein Ableben darstellen. So, musste er das. Dieses Notizbuch beweist etwas ganz anderes. Hier steht, Montag, 23. März. Einspruch, das kann da gar nicht stehen. Bitte. Dieser Tag war und ist entscheidend für alles, was dann kam. Blenden wir zurück. Wohin? Als der Angeklagte in Bad Wernharzen seine scheinbare Großtante besuchte, belegte der spätere Opfer einen Kursus in... Bürsten zeichnen. Und während der Angeklagte vorgab, eine Muskelzerrung auszukurieren, erwarb das spätere Opfer einige Masthemden aus Polyacryl. Nie. Ja und? Merken Sie nichts? Was denn? Hier besteht einfach kein Zusammenhang. Doch, kein Zusammenhang? Nein. Aber... Lassen Sie dies einfach auf sich wirken. Einspruch. Wieso Einspruch? Keine Ahnung. Euer Ehren. Was denn? Sie doch nicht. Vorsicht. Vor wem? Hochwürden. Quatsch. Wissen Sie was? Wieso Quatsch? Wir haben ganz schön zugelegt. Danke, danke. Ich rufe nunmehr den Zeugen Johannes. Ach, da seid ihr. Sie schwören die Wahrheit zu sagen, die reine Wahrheit und nichts als... Die Reinheit. Hey. Die Freiheit. Was? Eigenheit. Jetzt aber. Mehrheit. Zufriedenheit. Ist gut. Durchheit. Freizeit. Kleinigkeit. Genau. Gleitzeit. Erbstreit. Minikleid. Wahrheit. Ja. Herr Johannes. Sie kennen diesen Mann? Ja. Von spaßigen Abenden? Ja. Haben Sie ihn zusammen mit dem Opfer gesehen? Ja. War das Opfer darüber glücklich? Nein. Wie war die Hautfarbe des Opfers? Weiß. Wie die Seele des Täters? Schwarz. Ihr Zeuge! Zeuge! Dürfen Sie mit etwas anderem antworten, außer mit Ja, Nein, Weiß oder Schwarz? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Nein. Frage. Sind farbige Käfer weniger keine Kunstobjekte, als niemand sie dafür hält? Ja. Nein. Weiß, schwarz. Ah, keine weiteren Fragen. Das ist alles so gemein. Ja, doch, wann denn zu? Okay, jetzt. Das ist sowas furchtbar. Haben Sie denn heute Gerichtsszene noch nie mögen? Ja, jetzt ist gut. Das stinkt langweilig. Rekonstruieren wir doch mal jeden Tag im März. Schon die im Kino der 40er und 50er. Aha. Schon die im Kino der 40er und 50er, die waren nicht besser. Jener Tag im März war fast ein Tag, wie jeder Tag ein Tag sein kann. Ich war oft im Kino der 40er und 50er. Die Sonne erhob sich majestätisch über dem dunklen Wald. Die Drossel sang unter Belastung.
Die Drossel sang wieder aus den 40ern und 50ern. Na gut, wie Sie wollen. Wer und vor allem warum, wer rief an jenem Morgen an? Wann? Kurz nach 8.33 Uhr. Ich weiß nicht. Wer hat da angerufen? Ich weiß es nicht. Sie stehen nur da ein. Ich weiß es nicht. Moment. Ein Hans-Jürgen vorhin, wo ihr mit der Dillsoße bleibt. Scheiße. Ja. Jetzt nicht, Balli! Er heißt immer noch Hans. Sind Sie nicht der Angeklagte? Ja, und? So seien Sie auch schließlich still! Ich hab dem Gummerer aber nichts getan! Gullinger! Weißt du, Hans-Jürgen und Inge kriegen ein Aquarium geschenkt. Ich hab dem Gummerer überhaupt nichts tun können! Sie hängen so tief angedreckt. So, jetzt reicht's aber! Hört doch wirklich kein Mensch mehr zu bei diesem Kasperltheater. Da und Alban auch noch. Ich nicht. Ja, gerade er, gell? Und du und deine Dinger! Die gibt's halt gar nicht mehr! Was für Dinger? Um das alles klarer darstellen zu können, befinden wir uns nun doch in einem Vorstadt-Kino in den frühen 50er Jahren. Platzanweiserin Ilse Weiß weiß, wer heute Ted Summerfield in Küss doch du den Zwerg nicht versäumt. Es sind die Zwillinge Heidi und Annette Clausenwert, die, ohne es zu wissen, gerade neben Elisabeth Bertel zu sitzen kommen. Der wilden Ehe. In der zweiten Reihe sitzt wie jeden Dienstag Veteran Stülz und steht dem erworbenen Brausepulver eher hilflos gegenüber. Überraschend, für alle überraschend und doch erhofft, kommt eine Pause dazwischen.